An Erfolge soll man ja bekanntlich anknüpfen. Nachdem der ZDF-Mehrteiler über das Hotel Adlon so gut lief, gibt's jetzt wieder einen Fernsehfilm mit einem Hotel als Schauplatz. Es geht dieses Mal um das berühmte Wiener Hotel Sacher. Mit dabei Josephine Preuß. Bei ihrem Besuch in Hamburg zeigt sich die Hansestadt nicht gerade von der besten Seite. Grauer Himmel und Nebel. Doch Josephine Preuß gefällt's, denn irgendwie gehört's hier auch dazu. Heute natürlich das perfekte Hamburger Wetter, genau, so wie sich das gehört. Und schön hier, echt, auch eine schöne Kulisse. Schön war auch die Kulisse ihres neuesten Films über das Wiener Hotel Sacher. Sie spielt darin eine junge Adlige mit Doppelleben. Auch für Josephine Preuß ist das Leben im Hotel immer wieder spannend. Für mich muss es natürlich nicht immer ein Grand Hotel sein. Ich mag auch kleine geführte, familiengeführte Pensionen, wo man sich wohlfühlt. Das Zuhause kann es nie ersetzen, aber es kann dir den Aufenthalt versüßen. Im Hotel Sacher übernimmt das natürlich die gleichnamige Torte, die vielleicht auch ab und zu als Trostspender herhalten muss. Josephine Preuß kennt das gut. Schokolade, Süßes generell, kann ganz kurz mal aufheitern, ja, ja. Ja, also ich bin dann auch so ein heißer Schokoladentrinker. Mhm. Zum Trösten gibt's aber zum Glück auch gute Freunde. Allen voran der Schauspieler Wladimir Burlakow. Immer wieder wurde spekuliert, ob daraus nicht mehr werden könnte. Wir werden sehen. Du, das ist jetzt ist erstmal 2016 bald vorbei. Wir gucken, was 2017 kommt. Auf jeden Fall will sich Josephine Preuß auch im nächsten Jahr ab und zu eine Auszeit vom Film gönnen. Also einfach dann auch mal freies Wochenende ohne Plan, einfach losfahren, raus aufs Land. Doch es darf auch gerne etwas exotischer sein als nur raus aufs Land, denn Reisen ist ihr großer Traum. Reisen, die Welt sehen. Ich will die ganze Welt sehen. Wenn nicht wieder Dreharbeiten dazwischen kommen, will sie im nächsten Jahr nach Australien oder Neuseeland. Und da scheint dann hoffentlich auch die Sonne. Ausgestrahlt wird der Zweiteiler über das Sacher dann im Januar. Dürfen Sie sich jetzt schon mal drauf freuen. Mehr über die Promis finden Sie auf unserer Facebook-Seite.